Meine liebe Bücherfreunde, Franz Mohr war 1927 geboren, hineingeboren in eine sehr musikalische Familie. Und so hat er schon als Kind gedacht, selber einmal Musiker zu werden. Franz Mohr hatte aber eine Einschränkung an seinem Handgelenk, das ihm immer wieder Schmerzen bereitet hat. Und so hat er mit der Zeit bemerkt, dass eine Karriere als Musiker nicht möglich wäre. So hat er als junger Mann, da war er schon über 20, einen Lehrberuf begonnen, und zwar eine Lehre des Klavierbauers. Und das hat ihm sehr viel Freude gemacht, dass er nun trotzdem in der Welt der Musik zu Hause sein darf. 1962 hatte er die Möglichkeit, nach New York auszuwandern. Da hat es ein besonderes Ereignis gegeben, und zwar, wie er bei den Behörden seinen Beruf angeben musste, hat er geschrieben, Klavierstimmer. Und die Behörden oder einige Leute von den Behörden haben dann gesagt, ja, ja, kommen Sie zu uns, weil unser ganzes Land ist sehr verstimmt. Und so ist er nach New York, hat bei einer ganz berühmten Firma begonnen zu arbeiten, der Firma Steinway & Sons, und ist dort bis zum Chefkonzerttechniker hochgestiegen. Franz Mohr ist in diesem Jahr mit 95 Jahren gestorben, aber er erzählt uns in diesem Buch ganz viel von seinen schönen Erlebnissen, die er hat in der Welt der Musik. Manche Musiker, sagt Franz Mohr, die üben sehr viel auf ihrem Klavier, oft Tag und Nacht, und wenn ein Konzert ansteht, üben sie noch bis eine Minute vor dem Konzert. Ganz anders war das zum Beispiel bei dem Wladimir Horowitz. Der war so ein Genie am Klavier, dass er gar nicht üben musste. Er hat am Samstag eine Generalprobe gemacht und am Sonntag hat er schon das Konzert gespielt. Dafür aber hat Horowitz keine Ahnung gehabt von der Technik des Klaviers, und er hat über Jahrzehnte lang gesagt, er würde kein Konzert geben, wenn nicht der Franz Mohr bei ihm hinter der Bühne wäre, wenn irgendetwas passiert mit seinem Klavier. Wladimir Horowitz zum Beispiel hat Menschen gescheut, er wollte nur mit seinen wenigen Freunden Kontakt haben. Ganz anders war das bei dem Arthur Rubinstein, der hat sich gefreut, in der Menschenmenge zu baden, der hat sich gefreut, als bekannter Musiker überall begrüßt zu werden. Und so hat Franz Mohr mit vielen dieser berühmten und ganz berühmten Musikern zu tun gehabt. Franz Mohr hat an Jesus geglaubt und er hat immer wieder auch diesen ganz berühmten Menschen von Jesus erzählt. Die Reaktionen waren unterschiedlich, aber eine Beschreibung hat Franz Mohr immer wieder gehört, wenn die Menschen zu ihm gesagt haben, du lebst ein ganz ein einfaches Leben, aber wir sind die Berühmten, die Stars, und wir haben viel Geld und Ansehen, aber du hast irgendetwas, das wir nicht haben. Und wir denken, dass das mit deinem Glauben an Jesus zu tun hat. Ich finde, das ist ein wunderbares Zeugnis für den Franz Mohr, dass er sein Leben gelebt hat, seine Begabungen eingesetzt hat, um Gott alle Ehre zu geben und den Menschen von Jesus zu erzählen. Franz Mohr und seine großen Pianisten.